Hey meine Freunde und willkommen zurück zur Folge 61 von Stardew Valley. Heute ist das Eierfest und wir gießen jetzt trotzdem nochmal unseren Hof. Oh, schaut mal. Wie ist das? Kohl? Irgendwie Kohl? Der Grünkohl ist schon fertig. Gut. Da würde ich mal sagen, wir haben jetzt 10. 5 verkaufen wir. Und den Rest heben wir auf. Trotzdem gießen wir jetzt mal den Rest noch. 1, 2. Also ich zähle jetzt nicht mit. Lieber Gott. Das wäre jetzt übertrieben, wenn ich jetzt jedes Mal mitzählen täte. Warte mal, ich gieße auch mal die schon gepflanzten Stellen. Geernteten Stellen. Dass das Spiel jetzt nicht denkt, hey, kann jetzt den dem Fleck Erde wieder für mich beanspruchen. Aber vielleicht wird es trotzdem verschwinden, wer weiß. So. Ich würde sagen, die 3 Kartoffeln behalten wir erstmal. Oder eine. Ja, dann behalten wir erstmal die hier. Das brauchen wir jetzt gar nicht mitnehmen. So, und dann wandern wir langsam mal rüber. Wow. So, die Löwenzahn lassen wir jetzt Löwenzahn sein. Na, und jetzt rein ins Vergnügen. So, wir haben zwar nicht sehr viel Geld, aber ich kaufe jetzt trotzdem 1, 2, 3, 4, 5 Erdbeersaat. Mehr hole ich nicht. Das kennen wir ja schon zu Genüge. Man braucht sich bloß die alten Folgen anzuschauen. Und dann würde ich mal sagen, ja, lasst uns anfangen. Ich überspringe jetzt auch den Dialog. Und ich hoffe, ich werde gewinnen. Und let's go. Komm schon, go, 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 go. Krieg ich noch, krieg ich noch? Nein, krieg ich nicht mehr. So, schauen wir mal, wer gewonnen hat. Wow, schaut euch all die Eier an. Wenn ich euch Kinder dazu bringen könnte, Müll so effizient aufzusammeln, hätten wir die sauberste Stadt diesseits des Edelsteinsees. Und jetzt der Gewinner der diesjährigen Eiersuche. Oli! Hier ist dein Preis, viel Spaß. Nun, das war's, das Eierfest für dieses Jahr. Danke, dass ihr dabei wart. Ich denke mal, das ging schon noch ein paar Stunden wegen dem Essen und so. So, dann würde ich sagen, gut auf und ab ins Bett. Weiter geht's. Ja, okay, hat schon ein bisschen was gebracht. Haben wir unser Geld wieder rein, was wir für Erdbeersaat rausgegeben haben. So, die 5 Erdbeersaat. Bären, die würde ich sagen, die pflanzen wir da bei der Vogelscheuche hin. Das sind 5 Stück. Oder wir pflanzen einfach mal hier ein.
Habe ich noch Dünger? Dünger, 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 Dünger. Habe ich noch Dünger? Hier nicht. Habe ich innen drin in Truhen und dort Dünger? Ja, da haben wir noch Dünger. So, dann flatten die. Weißt du, wir haben hier Platz. Hier hätten wir auch Platz. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, okay. Dann hau ich hier die Erdbeersaat hin. Das passt mich perfekt hier. Spitzhacke haben wir hier auch noch. Würde ich sagen, weg damit. Dann mache ich gießen, 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 gießen. Und der Hund rennt gegen eine Bodenstange. So, komm mal her, Hundi. Mal streicheln. So. Und dann würde ich mal sagen, den Dünger schmeiße ich mal unten hier ins Eck rein. Genauso wie das hier und das hier. Das hier. Dann angeln wir wieder. Aber wieder an unserer Angelstelle. Habe ich das gegossen? Nein, haben wir nicht. Mann, hätte ich beinahe nicht gegossen. So, und jetzt tun wir angeln. Zack. Da haben wir wieder was gefangen. Angebissen, nicht gefangen. Und denkt daran, wir haben jetzt ja den Skill gemacht, dass die Fische 25% mehr wert sind. Das heißt, wir verdienen jetzt noch mehr Geld. Aber ab jetzt sparen wir, bis wir 20.000 Gold haben. Dann ist mir erstmal der blaue Rucksack egal. Noah. Und die Folge entstand jetzt nach der Folge, wo ich wahrscheinlich sehr zahlreiche Kommentare hoffentlich bekommen habe von euch. Wo ihr eure Meinung dazu sagt, was das Vorspielen angeht. Also sprich, den Spielstand wieder zu dem Spielstand vorspielen, wo wir vor dem versehentlichen meinerseits Löschen von dem Spielstand dann wieder sind. Weil ich kann ja jetzt immer noch dann sagen, okay, dann mache ich kurz, spiele ich das offline ein bisschen mal Stück für Stückweise vor. Und lasse euch erstmal die neuesten Folgen einfach mal anschauen. Ja, so oder so, das läuft eh nicht weg, also von daher. Da sind wir aber auch zu einem Thema, was ich mir öfters mal durch den Kopf gehen lasse, weil das momentan in meinem Kopf immer noch rumschwirrt. Mir hat man schon mal gesagt, dass, bevor ich jetzt wieder mit den ganzen Projekten angefangen habe, dass das, wie ich das am Anfang normal gemacht habe mit den ganz vielen Projekten, dass das zu viel ist. Bei YouTube kannst du nicht sagen, es sind zu viele Videos. Das ist YouTube. YouTube lebt von Videos. Und ich muss ganz ehrlich sein, wie ich diese Phase hatte, wo ich nur 2, 3 Projekte hatte, mir wurde langsam YouTube langweilig, weil ich nichts zu tun hatte. Klar, ich habe gestreamt. Da hatte ich was zu tun. Das ist ja auch eins meiner Hobbys. Aber das andere nicht richtig ausüben zu können, weil ich mal einfach mal aus Probe, aus Versuch, vielleicht aus... Ja, keine Ahnung, wie man es nennen kann. Ich habe einfach mal drauf gehört, dass das so viele Projekte sind.
Und hab's halt runter reduziert auf 3 Projekte. Also Skyrim, was war das? 3 Projekte waren es auf jeden Fall. Skyrim war mit dabei, die anderen 2 weiß ich jetzt nicht, welche das gewesen sind. Und wie gesagt, ich war nicht zufrieden mit YouTube da in der Zeit. Überhaupt nicht. Und seitdem ich jetzt auf einen anderen Kumpel gehört habe, komm, mach doch einfach wieder so viele Projekte, wie du hattest. Hat man dir angemerkt, hattest du richtig Spaß dabei und so weiter. Beim Aufnehmen und beim Spielen und beim Zocken. Und so jetzt bei den Skyrim-Videos merkt man schon ein bisschen, dass du dass da irgendwas in dir arbeitet, dass das jetzt zwar das Spiel Spaß macht, aber dadurch, dass du da jetzt so wenig Projekte hast, sieht man das eigentlich auch voll an, nach dem Blick, nach der Einstellung, nach dem Gerede. Und ich schaue ja auch sehr, nicht extrem, aber ich schaue ja auch. Komm schon. Lieber Fisch, ich will die Truhe haben. Also was ich sagen wollte, ich schaue ja hin und wieder mal auf die Analysen, auf die Analytics und so weiter. Und seitdem ich meine Videotitel und meine Projekte wieder erhöht habe, seitdem läuft es für mich, aus meiner Sicht, für meinen YouTube-Kanal besser. Das werde ich jetzt auch so beibehalten. Klar, ich schaue auf jeden Fall, dass die Projekte auch irgendwann fertig sind, klar. Skyrim wird noch ein bisschen dauern. Stardew Valley, wenn ich es gut voranbringe, wird es auch irgendwann vorbei sein. Es wird kein... Und man könnte jetzt sagen, ja, Stardew Valley ist jetzt ein Endlos-Spiel. Könnte man jetzt behaupten, ja, könnte man. Aber wenn man es richtig anstellt und jetzt sich nicht auf Speedrunner macht oder so. Oder auf Speedrun. Dann denke ich mal, dann kann man auch das Spiel gut voranbringen, dass man das Gemeinschaftszentrum fertig hat, dass man mehrere Freundschaften gepflegt hat, dass man geheiratet und Kinder gekriegt hat und dass man das Update noch macht mit Willi und seinem Schiff und der neuen Insel. Und wenn man das alles hat, dann kann man irgendwann sagen, ja, okay, gut. Jetzt habe ich soweit den Spielstand, so wie ich ihn haben möchte. Und wenn die Leute noch ein bisschen Stardew Valley von mir sehen wollen, dann dürfen sie mich gerne bei Twitch besuchen. Weil dort streame ich auch momentan Stardew Valley mit einem anderen Spielstand. Und es macht mir beides Spaß. Also ist jetzt nicht, so, als würde ich sagen, komm, wenn ich streame, nehme ich mir was weg vom Spiel. Weil, wie gesagt, ich habe das Spiel bis auf die Insel von Willi schon zweimal durchgespielt. Gibt jetzt nichts Neues, wirklich so viel Neues, wo ich sage, oh, das habe ich noch nicht gewusst. Aber ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Amethystring erhöht Zurückstoß um 10%. 3 Magma-Geode und ein bisschen Holz. Cool. Den Ring werde ich zwar nie benutzen, eher behalten oder verkaufen, weil ich möchte den Magnet-Leuchtring haben, den man in der Mine kriegen kann. Also sprich, der zieht Gegenstände an und leuchtet im Dunkeln. Auf dem bin ich besonders scharf. Aber ich werde netterweise mal diese Ringe ausprobieren. Sagen wir so, ich will ja alles mal zeigen und mal erleben und sehen, was passiert. Na komm. Sagen wir so, wenn ich jetzt das Spiel offline machen würde und ich würde was sammeln oder
bekommen oder kriegen, was ihr hättet sehen sollen, würde ich mich mies fühlen. Ganz ehrlich. Und immer dann zu sagen, schaut mal, hallo Freunde, willkommen zur nächsten Folge. Ach übrigens, das und das und das habe ich beim Angeln bekommen, das und das habe ich geschenkt bekommen, das und das mag ich nicht. Sowas mag ich nicht. Das finde ich doof. Warte mal, habe ich überhaupt einen Ring an? Nee, komm. Komm, dann. Bam. Haben wir einen Ring an. Ich möchte nicht immer alles zeigen, wie so ein Kind, das einen neuen Freund kennenlernt. Schau mal, ich hab den und den Teddybär. Und schau, ich habe das und das, diese Actionfigur. Und schau mal, ich habe auch das. Ich sollte... Nee, sorry. Sorry very much, aber no thank you very much. Ich kann darauf verzichten. Englisch. So, wir haben reichlich Fisch bekommen. Aber ich werde nicht immer bei meinem Hof hier angeln, weil das Problem ist, wenn wir jetzt nur hier bei dem Hof hier angeln, kriegen wir bloß Schwarzbarsch, Gotteslachs und vielleicht im Sommer auch Hecht. Und Regenbogenforelle. Das gilt jetzt hier als Fluss. Das sind nämlich Flussfische. Es gibt nicht noch Teichfische, Winterfische. Glaube ich, gibt es auch. Nachtfische, Fische, die bei Regen erscheinen. Und ich hab ja auch das Ziel, ich will ja auch alle Fischarten fangen. Und damit ich diese ganz schweren Fische fangen kann, brauche ich ja auch die Iridiumangel. Die kostet bei Willi 7500 Goldstücke. So, jetzt haben wir schon wieder neuen Reis. Den werden wir natürlich jetzt auch pflanzen. Na, geht's jetzt? 1, 2, 3. Also manchmal geht's und manchmal geht's nicht. So, mal sehen, ob es ausreicht. Wie die Faust aufs Auge. Auf jeden Fall. Den Lehm heben wir auch auf. Den Stein heben wir auch auf. Weil für den Hühnerstall brauchen wir ja 4000 Gold und 300 Stein. Und für die Küche brauchen wir ja 10.000 Gold und 450 Holz. Und ich glaube, für den Hühnerstall brauchen wir auch so um den Stein, also 300 Holz. Also wir haben noch einiges zu tun, das seht ihr ja oder hört ihr ja. Ich muss sagen, ich bereue es aber nur auch nur ein bisschen, dass ich auf dem Livestream-Spielstand den Wildernishof habe. Der Wildernishof bedeutet nichts anderes, ist ein normaler Hof, bloß mit dem Unterschied, dass nachts oder wenn es dunkel wird, Monster da auftauchen, also Fledermäuse, Schleime, kleine Steingolems. Schwierig. Bisschen schwierig. Harry Potter Brille. So, meine Freunde, ich sehe, wir sind aber schon wieder am Ende einer Folge angelangt, deswegen die Brille kommt hier rein. Die Prasse auch. So. Dann verkaufen wir schnell den Fisch noch. Der kommt jetzt frisch bei irgendwen auf den Tisch.
So, erstmal kurz gucken. Ach ja, und mir wurde auch gesagt von einer Zuschauerin, der lieben Annalena, Rezepte, also die Königin der Soßen, die Sendung kommt immer am Sonntag. Ja, Kohlsalat, wir haben Kohlsalat gelernt. Jawohl. Und jetzt schlafen gehen. Ja, okay, 848 Gold haben wir zusammen bekommen. So, dann hocke ich mich hier wieder hin, Freunde, und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal bei einer fröhlichen Folge Stardew Valley. Ich komme übrigens im Frieden. Ciao.